Hi, wir sind hier am Eintrachtstadion. Hinter uns ist der ID Crispas. Dominik hat im Volkswagen-Gewinnspiel gewonnen. Mitarbeiter aus dem Werk Braunschweig. Direkt gegenüber ist quasi ein Nachbarschaftsduell. Zu meiner Linken Ermin Bicakcic, Innenverteidiger bei Eintracht Braunschweig. Wir quizzen heute ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst uns einsteigen. So, machen wir. So, Jungs, kommen wir zur ersten Frage. Geht schon los? Geht los. Jawohl, schieß los. Wasser habe ich bei mir. Wann gewann Eintracht Braunschweig ihre einzige deutsche Meisterschaft? 67. Ja. Also, hast du schneller gedrückt? Wir hatten so kurz einen Magic Moment. Ja, 1967 ist auf jeden Fall richtig. Der erste Punkt geht an Dominik. Herzlichen Glückwunsch dafür. So, Jungs, Frage 2. In welchem Jahr wurde Eintracht Braunschweig gegründet? 1895. 1895 sagst du. 1895. Genau richtig. Der zweite Punkt für dich, Dominik. Brutal, du bist auch richtig flott mit dem Ding. Soll ich das eben ein bisschen? Ja, kannst du machen. Wenn du die Schmerzen aushalten kannst. Du bist aber echt flott, hey, du. Ich dachte, du greifst mich an. Entschuldigung. Spaß, halt. So, seid ihr bereit für Frage 3? Welche Abkürzung hat das Element Eisen im Periodensystem? Fe. Du sagst Fe. Fe ist Gold, richtig. Im wahrsten Sinne. Ja, das hat mir hier der Quizmeister hier eingeladen. Dominik, du führst mit 3-0. Über den ersten Punkt müssen wir mal streiten. Ne? Ist dir das bewusst? Ja, sehr gut. Nach dem Verlauf jetzt müssen wir natürlich über den ersten Punkt mal reden. Hier rechts haben wir jetzt die zukünftige Power Hall 7. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Dominik, du arbeitest hier? Ja, genau. Ah, wunderbar. Ja, siehst du, sehen wir auch mal, wo du tagtäglich dein Brot verdienst. Willst du mal winken? Ja, ich gucke schon. Schauen wir alle wahrscheinlich jetzt gerade den ganz... Nee, ich weiß dunkel. Nee, keiner da. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber das Werk hier in Braunschweig ist das älteste Werk von Volkswagen. Okay. Ja. Wusstest du es? Mhm. Na, dann kommen wir schon zur vierten Frage. In welchem Jahr wurde das Werk in Braunschweig aufgebaut? 1938. Dominik! Das ist ja der absolute Wahnsinn. 4-0 steht es. 1938 ist die korrekte Antwort. Ey, ich komplett geraten. War nochmal 19? 38. Ja, aber noch ist nichts durch. Wir haben noch einige Fragen vor uns. Total, du bist ja echt ein. Was habt ihr mir hier angetan? Innerhalb von wie vielen Sekunden kommt der ID-Bus von 0 auf 100? Ja, ich wollte es einfach für mich schon mal beanspruchen. Ja, so dann, schnell hier dann ist. Dann hast du jetzt 5 Sekunden Zeit, die Antwort zu sagen. Okay, der ist. Das ist natürlich ein blödes Ding. Das hat der Brauch. Von 0 auf 100 hast du gemeint? Genau. 3, 2, 1. 3. Ermin. Ja, stimmt, ne? 3 ist falsch, leider. 3 ist falsch. Dominik hat jetzt nochmal die Chance. Allerdings bekommt er dafür 3 Antwortmöglichkeiten. Antwort A, 6,2 Sekunden. Antwort B, 10,2 Sekunden. Oder Antwort C, 8,6 Sekunden. Boah, doch so lange, ey. Ich würde sagen 8,6. Das ist leider auch falsch. Da gibt es keine Punkte für diese Frage. Die Antwort B wäre richtig gewesen, 10,2 Sekunden. Echt, doch? Okay. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Wie viele Mitarbeiter hat das Werk 7.000. Braunschweig? Stand jetzt. Ermin, du darfst auch noch schätzen. Du hast 7.000 geschätzt? Aber ich weiß es nicht. Ich schätze 7.001. 7.001 ist die Antwort von Ermin. Dominik sagt 7.000. Die richtige Antwort ist 7.400. Ja. Ermin, du hast deinen ersten Punkt geholt. Da ist das Ding. Also im Internet steht 7.000. So. Ja, aber da sind jetzt ein paar neue dazugekommen. Das habe ich recherchiert nochmal, intern nochmal. So, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Welcher ist der längste Fluss der Welt? Ermin. Nil.
Der Nil. Der Nil ist deine Antwort und das ist korrekt. Wunderbar. Ja, da ist er doch, das Comeback. Der Nil ist 6650 Kilometer lang und ist damit der längste Fluss der Welt. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welches Organ im menschlichen Körper verbraucht am meisten Energie? Dominik? Das Gehirn? Das Gehirn. Das Gehirn, sagst du, und die Antwort ist korrekt. Dominik, du hast zum fünften Mal die richtige Antwort gesagt. Und damit steht es 5-2. Wie gesagt, die erste, müssen wir nochmal drüber reden. Ich würde den Punkt abgeben. Ja. Dominik, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Gewinner beim ID Quizbus. Vielen Dank. Absolute Performance von dir. Hätte ich auch nicht mit damit gerechnet. Ich war nee, total, wirklich. So, das Quiz ist durch. Dominik, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Preis. Ein Heimtrikot unserer Eintracht aus der aktuellen Saison. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Bei uns geht natürlich keiner leer aus. Ja, wir bekommen einen Trostpreis, den ID Bus. Vielen Dank, danke, hat Spaß gemacht und vielen Dank schon mal. Totale Performance, ey. Bis zum nächsten Mal beim ID Quizbus.